Der Messias wird leiden und wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem. Als Caleb mir das erste Mal erzählt hat, dass Jesus Gottes Sohn ist, habe ich ihm nicht geglaubt. Aber dann sah ich die unglaublichen Wunder, die Jesus vollbracht hat, und habe ihm zugehört, als er über Gottes Liebe sprach. Ich habe auch gesehen, was sie Jesus angetan haben, wie sie ihn geprügelt haben und ihn an das Kreuz geschlagen haben und wie er starb. Ich habe gesehen, wie sie seine Leiche herunternahmen und wegbrachten. Aber dass ich Jesus wiedersehen würde, das hätte ich nie gedacht. Aber dann passierte etwas Wundervolles. Gott hielt sein Versprechen. Er hat versprochen, Jesus wieder lebendig zu machen. Und versprochen hat er auch, jeder, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, wird mit ihm leben. Jetzt und in alle Ewigkeit. Und ich bin froh, denn das habe ich vor.